Und damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Wunderlich GmbH. Und warum wir so strahlen, es ist der Grund, wir haben eine Lösung gefunden, das ganze Jahr über Motorrad zu fahren. Und nicht nur Motorrad zu fahren, sondern eben auch verreisen zu können, weil wir die Möglichkeit haben, unsere Klamotten auch mal bei schlechterem Wetter trocken zu halten. Und um das ein bisschen besser zu erklären, herzlich willkommen Herbert Schwarz, schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du mit dabei bist. Es geht um das Dryback am heutigen Tag und nicht nur um eines, sondern es gibt verschiedene Größen des Drybacks und natürlich auch verschiedene Arten und Weisen, wo die Taschen angebracht sind. Das heißt einmal mit dem Koffersystem, einmal mit dem Gepäckträger, einmal mit eben auch dem Tankrucksack. Der Spezialist ist zum Glück da. Erklär uns mal ein bisschen was die Philosophie dahinter ist und warum und wie es dazu kam, dass man solch hochwertige Taschen gebaut hat, die einfach, ich sag mal, auch uns als Motorradfahrer nicht einschränken in dem Moment, wenn wir unterwegs sind und mal ein Regenschauer kommt, weil das ist immer so das Unangenehmste, was dann passieren kann. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Entwicklung des Drybacks und über dieses Format, was wir praktisch jetzt bereitstehen haben. Es ist so, dass man bisher natürlich Tankrucksäcke mit normalen Reißverschlüssen, mit normalen Nähten, mit normalem Gewebe verarbeitet hat und dadurch den Nachteil hatte, wenn es stark geregnet hat, wenn man in den Regen kam, musste man eine Haube drüber machen. Bei solchen größeren Taschen auf den Koffern musste man dann innen alles wasserdicht verpackt haben. Eigentlich so eine lästige Geschichte. Jetzt mit den Drybacks kann man einfach, wenn es anfängt zu regnen, man hat ja meistens schon wasserdichte Klamotten an, wenn man so unterwegs ist, einfach weiterfahren, braucht sich keine weiteren Gedanken machen. Und da wurde jetzt bei der Materialauswahl schon mal Wert drauf gelegt, dass es ein wasserdichtes Nylongewebe ist, ein Cordura, was enger gewebt ist und zusätzlich innen noch gecoated. Das Ganze wird dann vernäht, verschweißt zusätzlich und mit wasserdichten Reißverschlüssen hier oben ausgestattet, damit dann aber auch das letzte bisschen Staub, Schmutz, wenn man Offroad unterwegs ist, draußen bleibt, ist der Deckel so geschaltet, dass er über die Reißverschlüsse nochmal drüber geht. Dadurch auch den Reißverschluss, der sonst von der Art her relativ empfindlich wäre gegen Staub, so nochmal geschützt wird. Das heißt, es ist wirklich so ein geschlossenes System. Das mache ich einmal drauf und habe dann alle Möglichkeiten, egal welche Witterungsverhältnisse ich vorfinde. Das ist genau nämlich das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich zu Hause losfahre und wirklich Reisen mache, dann bin ich auch manchmal über 500, 600, 700 Kilometer unterwegs oder noch weiter und die Wetterbedingungen ändern sich ständig. Und ich will natürlich nicht an der Autobahn anhalten müssen, wieder den Sack drüber machen, damit alles trocken bleibt. Und vor allem, und das habe ich leider einmal selber miterleben müssen, eben nasse Sachen zu haben, weil die kriegst du dann nicht mehr trocken. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenfortschritt und auch von der Wertigkeit, wenn man es anfasst. Es kommt einem nicht vor wie eine Stofftasche. Es ist sehr, sehr stabil gebaut. Das ist durch dieses dichte Weben und durch die Beschichtung von innen her wirkt das Ganze ja deutlich stabiler. Nicht ganz so textil wie sonst die Tankrucksacktaschen oder die Zubehörtaschen, die wir haben. Aber es wirkt natürlich dadurch wertiger. Jetzt ist natürlich die Frage, all das, was wir gerade sehen, ist angebracht mit Systemen, die praktisch die Tasche halten. Jetzt weiß man vielleicht zu Hause nicht unbedingt, ist das denn kompatibel mit meinen Sachen oder gibt es dann dafür auch eine Lösung, falls ich schon ein System am Fahrzeug habe? Also es ist so, diese Taschen, die jetzt hier, genau diese Größe, ist gebaut für die Aluminiumkoffer von BMW, für unsere Aluminiumkoffer, aber auch mit einer zusätzlichen Adapterplatte für die Vario-Koffer von der GS, von anderen BMW-Modellen einsetzbar. Da funktioniert es dann mit diesen Klettverschlüssen, geht relativ schnell trotz allem weg, wenn man abends ins Hotel gehen möchte oder es ins Zelt mitnehmen möchte. Und man hat eben auch immer eine sehr schnelle Zugriffsmöglichkeit auf den ganzen Inhalt hier. Es ist genau nämlich das, was wir eigentlich mit dem Deckel dann nochmal sehen, wenn wir das öffnen. Der Reißverschluss hat an und für sich schon
einen sehr hohen Faktor, glaube ich, dass er dicht ist. An sich ist er wasserdicht. So, ja. Das ist natürlich dann genau das System, was man sich wünscht, dass, wie du gerade schon beschrieben hast, das Wasser praktisch drüber abperlt und gar keine Chance hat, sich irgendwo festzusetzen und somit dann auch einzudringen in die Tasche. Ja, und das größte Problem eigentlich bei dieser Art Reißverschlüsse ist, dass die Dichtung zwar eigentlich den Regen alles abhält, aber wenn der Regen mit Dreck von der Straße, von Offroad-Fahren versetzt ist, dann sickert das hier langsam in die Zähne ein und das Zurückbleibende schleift irgendwann die Zähne kaputt. Und so kann das alles gar nicht passieren, dass wir halt wirklich das über viele, viele Jahre nutzen können. Ja, und zusätzliches Feature von der Tasche ist einfach, dass man sie, wenn man mehr Bedarf am Platz hat, man kann sie größer machen, die Wasserdichtigkeit bleibt erhalten. Da ist ein Reißverschluss, den man eigentlich nur aufmachen muss und dann kommt einiges an Zusatzvolumen dazu. Die Klett- und die Verschlussbänder können dementsprechend dann von der Länge angepasst werden. Es gibt verschiedene Volumen, die wir auch zur Verfügung haben. Es ist so ein bisschen beschrieben, hier sind 26 Liter Volumen. Ich glaube, der Tankrucksack hat 12. Da kriegt man auch schon eine ganze Menge untergebracht. Ja, also der Tankrucksack natürlich hat nicht das Volumen wie 20, 30 Liter, was man sonst, wenn man ihn in der Höhe verstellen könnte, hätte. Aber man bekommt auf jeden Fall sein normales Zeug, sein Geldbeutel, sein Handy, ein paar Sachen zum Laden, ja, eigentlich das Nötigste dort unter. Und wir haben jetzt hier zusätzlich verschiedene Taschen auch gemacht, hier für die Rahmen, für dieses Rahmendreieck, wo wirklich während der Fahrt Platz ist. Eine kleine Tasche. Ich tue dort, wenn ich jetzt ins Ausland fahre, meine Warnwesten rein, die ich mitführen muss. Ich tue auf der anderen Seite ein Verbandspaket rein, was ich auch dabei haben soll und was eigentlich immer Sinn macht, wenn mal was passiert. Und dann kann ich das vergessen. Am Motorrad lassen. Immer am Motorrad, ist immer wasserdicht verstaut. Das Motorrad kann auch so im Regen stehen bleiben, ohne dass man Risiko hat, dass was absäuft. Wenn wir jetzt damit gemeinsam unterwegs wären und ich dich so unterwegs sehen würde, würde ich behaupten, es ist gut bepackt. Und man kann sehr viel, ich sag mal, Inhalt mitnehmen und diesen auch sicher transportieren. Die eine Sache, die ich noch mal ganz kurz bestätigt haben möchte, wenn ich praktisch den Tankrucksack verbauen möchte auf dem Tank, dann ist das alles ein Element oder ist es auch kompatibel wieder? Ja, es ist so, diese Grundplatte, die wir anbieten, die ist kompatibel mit unseren ganzen Tankrucksäcken. Das heißt, wenn auch ein älterer Tankrucksack schon da ist, könnte man diesen Drybag alternativ drauf machen. Man müsste diese Grundplatte nicht neu kaufen. Das passt bei uns ins gesamte System rein. Kleines Gimmick noch dazu. Ich meine, heutzutage in der modernen Welt ist man gerne mal mit einem Navigationssystem unterwegs, hat alles da eigentlich drauf. Wir kennen aber auch noch Karten. Und wir lieben auch die Karten. Und ich habe das hier oben schon gesehen. Es ist auch möglich, natürlich in solch einem Fach dann nochmal diese Dinge unterzubringen. Ja, bei diesen ganzen Taschen haben wir ein aus dem militärischen Bereich übernommenes Molle-System eingeführt. Das heißt, man kann hier oben durch diese Schlaufen durchfädeln, zum Beispiel eine Kartentasche, die es als Zubehör gibt, drauf machen. Die ist auch komplett wasserdicht. Also die Karte kann man dann im Regen auch drauf lassen, ohne Bedenken. Die wird keinen Schaden nehmen. Keinen Schaden nehmen ist genau das Thema, was wir wollen, wenn wir auf Reisen sind. Nämlich wir wollen die Zeit genießen, sowohl am Tag, wenn wir auf dem Motorrad sitzen, wie aber auch dann am Abend im Hotel in trockene Klamotten schlüpfen. Und möglichst, wenn wir eben unterwegs sind, uns keine Gedanken darüber machen, sind denn auch meine Sachen sicher bzw. trocken, wenn ich auch Elektronikelemente mithabe und so weiter, ein Riesenthema. Ich denke, dass wir euch das ein bisschen näher gebracht haben. Wie immer findet ihr bei uns natürlich im Video bzw. unten drunter die Videobeschreibung. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen, könnt auf unsere Wunderlich GmbH-Seite kommen, euch die Produkte nochmal anschauen. Und ich denke, dass es für mich persönlich zumindest die Lösung wäre, die ich anstreben würde, wenn ich unterwegs bin. Denn
Da kannst du den grünen Haken hintermachen und sagen, egal wie ich zu Hause losfahre und was ich für ein Wetter erlebe, ich komme auf jeden Fall mit meinen Klamotten trocken an. Ganz genau. Vielen Dank, Herbert, für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder unterhalten konnten. Und in diesem Sinne wünsche ich einfach eine gute Zeit auf allen Reisen, wo ihr unterwegs seid, und bleibt schön auf zwei Rädern. Bis dahin.